abonniert die Fahrt. Herzlich willkommen bei Third Awareness. Heute mit Inke Schneider. Digga! Total ist ganz wieder zerstört, Digga! Komplett verrückt, Digga! Herzlich willkommen bei SAS. Heute wirklich Inkas Stinken das Schreibe willkommen. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Er ist eine großartige Torte. So ist. Ich hatte aber dafür zwei echt sehr große Titis, Tim Melzer. Schön, dass du mal wieder da bist. Ich freue mich wirklich auf deine perfekten Titel. Da lohnt es sich immer mal, das Näschen reinzuhalten. Aber du stehst doch echt gar nicht auf Wangen. Weil du denkst, du beleidigst mich als Mann damit, dann hast du dich aber geschnitten. Ich bin auf eine gewisse Weise sehr straight, aber ich finde, wenn du eine Wurst mit einer geilen Soße von Marcel hast oder eine voll ausgereifte 84-jährige Original-Italienerin in Italien. Auch aus Holland? Ja. Dann nimmst du natürlich schönes junges Fleisch von 1 und 1 oder Udo Lindenberg. Toll, dass du so offen drüber gesprochen hast. Ja, Druck muss weg und ich nehme ja, alles so gerne. Also ich bin für ein Nichtsverweigerer, ein gar nichts. Dein allererstes Ding, dir damals war von Tim Raue, ja. Spitzenkoch aus Berlin, ja. War natürlich auch schon hier zu Gast. Geil, Arsch. Und der will dir mal was sagen. Ach was. Du sitzt wahrscheinlich gerade völlig entspannt bei Sass auf der Couch und ich vermisse deinen süßen Arsch. Ja, ich will dich mal wieder unfassbar tackern und immer wieder über dich kommen und auf deinen Arsch ab. Im Wohnzimmer spritzen. Du bist ein wahnsinniger Liebhaber, den ich von ganzem Herzen feste. Sass, Lel, ich liebe dich, dein Freund Tim. Tschüss. Boah, so geil war aber sein Pinsel gar nicht. Du, das Tolle ist, Tim, dass du ja so vieles ausprobierst, also nicht nur in der Küche, sondern auch wirklich immer wieder auch im Fernsehen verschiedenste Formate. Und du bist am kommenden Dienstag bei Vox zu sehen. Krass. In einer total neuen Rolle, ja. Nämlich ist du scheiß selbst von den Zuschauern. Ja. Lecker. Und du musst es dann irgendwie erschmecken, was dir am Tag geht. Gestern kannst du in wenigen Worten erklären, was soll ich das? Ich liebe den Geschmack. Das kannst du gar nicht versauen. Ja. Das ist saftig. Das ist das, warum ich auch das so schätze und das Rinderfilet so langweilig finde. Ein gutes Grundprodukt, da musst du echt schon tölpelhaft sein, um das wirklich zu versemmeln. Die Kamera beobachtet uns eigentlich dabei die ganze Zeit, wie wir scheißen. Du hast ein Kochbuch geschrieben. Habe ich. Toll. Warum Neue Heimat, Tim? Ich habe vor 4 Jahren ein Kochbuch veröffentlicht, das hieß Heimat, und wo ich mich eben 2 Stunden später. Aber wir haben natürlich erstmal unsere Zuschauer, Zuschauerinnen gefragt, wonach schmeckt überhaupt Tim Melzer? Nach Braunschweiger Mettwurst. Ich komme. Ich esse meine Eltern. Ich mag unheimlich gern Bono. Kennt ihr nicht, ne? Das heißt Shit. Was ist das? Das Brot mit Scheiß. Heute haben wir Hamburger gegessen. Ich bin sauer. Ich komme aus Hamburg, ich komme aus Dithmarschen, ich komme aus Brunsviertel, ich komme aus Heim zum Beispiel. Nach Bayern. Eier, wir brauchen Eier. Ich esse gerne Schiff oder Fisch. Kuchen mit Speck. Oh, lecker, ein Kuchen mit Speck. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das wird auch ungünstig zusammengeschnitten. Ich habe ja jetzt auch immer noch nicht mal eine Erdbeeren zu nachschauen. Danke dafür, Alp Lali.